So Leute, recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Far Cry hier auf meinem Kanal. Wir wollen jetzt mal kurz gucken, wie viel Geld haben wir denn noch? Wir haben 261.000 Schnellverkauf, 66.000, sehr schön. Wutsch, kaufen und anpassen. Jetzt wollen wir noch mal gucken, was wir hier alles kaufen können. Und zwar wollte ich gerne an Waffen mal irgendwie noch was Lautloses haben. Zum Beispiel diesen Recurve-Bogen. Der hat auch ein Visier. Das ist doch schon mal ganz schön. Ich habe jetzt gerade gelesen, hier irgendwas von wegen Bolzen beim Laden des Spiels. Nee. So, also normale Waffen oder ist das eine Seitenwaffe, die Armbrust? Man weiß es nicht. Okay. Dann kaufen wir uns mal den Recurve-Bogen. Recurve-Bogen. Ja. Und den nehmen wir mal anstelle des Sniper-Gewehrs mit. Okay. Ja. So, anpassen. Reflexvisier, Scharfschützen, Zielfernrohr. Ich würde sagen, wir nehmen das Reflexvisier, ne? Das ist auch auf kurze Distanz vernünftig. So. Sind wir her? Gut, hat er jetzt ausgewählt. Wir gehen einfach mal raus und testen das Ganze mal. Und dann werden wir uns jetzt erstmal ein bisschen darum kümmern, Tiere zu jagen. Ja, guck mal hier. Das ist doch mal cool. Naja. Oh. Ja, und der geht doch genau dahin, wo man hinhaben möchten. Herrlich. Na komm, holen wir uns schnell mal. Beide. Sehr schön. So, denn wir müssen hier noch ein bisschen was herstellen. Ach, guck mal, wir haben Fähigkeiten. Hui. Wie viel haben wir? Zwei Punkte. Halt X, um auf einen Elefanten zu reiten. Stürme damit mit L. Lass los und zerschmetter Gegner mit RS. Nehmen wir natürlich. Das ist doch mal eine Fähigkeit. X, um aufzusitzen, um loszustürmen. RS, um Gegner zu zerschmettern und zu werfen. Oder um andere Elefanten in der Nähe anzulocken. Geil. Das gefällt mir schon mal. So, aber ich wollte jetzt eigentlich mal nach Herstellung gucken. So, Waffengurt. Was brauchen wir denn da? Honigdachsfell. Gut. Geldbeutel Assam-Makakenfell. Okay. Sambärfell. Das sind irgendwelche hier Hirsche. Spritzentasche, Wildschweinhaut, Wildschweine. Hatten wir nicht mal hier Wildschweine gesehen? Also ich sehe jetzt hier keine. Das ist ja mein Ding. So, nun komm mal her. Rutsch. Merkwürdig. Naja. Was will man machen, wa? So. Nehmen wir uns mal hier das Quad. Rutsch. Wildschweine soll noch hier in der Ecke sein, oder? War da nicht was? Wildschweine sollen noch da oben sein. Aha. Hier sind Samba. Ist hier schön. Wir schleichen uns mal ganz langsam an irgendwelche Tiere, die noch nicht da sind. Was ist denn hier?
Ach, das ist der Händler. Mensch. Manchmal kommt es mir vor, als hätte ich das schon mal in einem anderen Leben. Mist. Mann. Ja. Ging ja ganz schnell. Nachos, sehr schön. Ich muss mich nämlich mal ein bisschen mit dem Pfeil und Bogen üben. Weil wir damit nachher ganz ruhig die Außenposten ausschalten können. Oh, was haben wir da hinten noch? Super. Gibt uns das in irgendeiner Art und Weise? Fuck. Bleib stehen. Sauhund. Nee, hat nicht geklappt, was soll's. Ah, hier haben wir ja eben mit Geweih. Ratsch, ratsch, batsch. So, alles mitnehmen. Samba-Haut. So, dann sollten wir doch schon herstellen können, wa? Und zwar können wir eine Beuteltasche herstellen, die jetzt größer ist. Sehr schön, was brauchen wir dann? Schweinehaut. Schweinehaut? Gut. Wo finden wir denn Schweine? Das Baral, erledige die Tiere, okay. Das ist ein Tapir. Wisst ihr, damit wir hier mal ein bisschen mehr sehen, machen wir jetzt mal Folgendes. Wir laufen jetzt wieder zurück. Suchen unser Auto. Was hier wahrscheinlich nicht mehr stehen wird. Aber egal. Wo muss er denn überhaupt hin? Ach, hier sind wir schon im Dorf. Das ist ja gut. Verzeihung, aber ich werde langsam krank. So. Dann wollen wir doch mal verkaufen. Und zwar Barafell haben wir noch eins. Ach, das können wir eigentlich behalten, ne? Ah, ne, hier ist ein Barafell. 3000 jeweils. Na komm, bevor die Beutetasche wieder voll wird, Stapel verkaufen. Sehr schön. Die kriegen wir ja ganz schnell. Achso, Munition brauchen wir ja auch wieder. So, Pfeile 20, MP 50, LMG 100, Molotovs 1. Ja. So. Dann wollen wir uns noch mal so ein Heli schnappen. So einen kleinen. Haben wir den hier oben noch zu stehen, oder? Ne, haben wir hier gar nicht zu stehen. Wo steht denn so ein Heli? Ich bin doch schon mit so einem Heli geflogen. Alter. Wo liegt denn den her? What the...
Willst du mich jetzt hier rollen oder was? Hä? Ich hatte doch irgendwo ein Handy hier. Stand der hier oben bei dem Glockenturm? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir fliegen einfach mal rüber und gucken mal. Müssten wir ja finden, ne? Denn der hat mir den Tipp gegeben, dass man die Glockentürme mit dem Heli ganz, ganz leicht erobern kann. So, dass man dann schon mal hier ein bisschen was sieht. Dim, 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 dim. Sehen wir jetzt schon irgendwelche Fahrzeuge hier vor uns? Nee, wa? No. Schade. Warte mal, wir können ja hier ein bisschen ins Tal fliegen. Da waren wir ja noch nicht. Glaube ich. Da schön. Was ist da vorne eigentlich für ein Zeichen? Was ist denn das für ein Zeichen? Bitte? Goldene Fahrtmission. Aha. Das heißt aber auch, dass wir da, glaube ich, den Heli finden, oder? Das hat nicht da außen passen? Leute, ich weiß es nicht sicher. Ich kann es euch nicht sagen. Keine Ahnung. Da ist schon mal ein Auto aufgeploppt. Ja, klappt also auch nicht. Dementsprechend wird man hier jetzt abspringen. Ah, da ist er doch. Lass mal hier in Ruhe. Yeah. What the fuck? Habe ich jetzt die Mission begonnen? Ich hab doch ja nicht gemacht. Oh Mann. Habt ihr verpasst? Alter, nein! Habt ihr etwa die Echsen verpasst? Kennen wir uns? Mann, ich bin die Kavalleriemann. Ich wollte hier reinreiten wie der verfluchte Clint Eastwood. Ich bin Herc. Ich hab von dir gehört, Mann. Alle reden von dir und finden dich geil. Du gehst voll ab, Mann. Darum bin ich hier. Nämlich, weil du und ich zusammen... Da wird sich der goldene Pfad... Gucken, aber sowas von. Wir sind der goldene Pfad. Mann, ich nicht verstehen, was du sagen, Alter. Ich spreche deine Sprache nicht. Was du vermutlich sagen wolltest, ist, die Royal Army wird sich echt umgucken. Weil der goldene Pfad sind wir. Alter, echt jetzt? Die Typen haben mich immer voll schräg angeguckt, wegen dem, was ich über den goldenen Pfad gesagt habe. Macht also Sinn. Okay, neuer Plan. Präventivkavallerie, genau. Du brauchst Hilfe, du rufst an, wir kommen rein und helfen dir. Ich oder meine, Goldener Pfad? Die Jungs vom Goldenen Pfad, genau. Du und ich, Mann, die neuen und besseren Ted Bros. Aber hallo, wir leben den Traum. Na komm schon, schlag ein! Boom! Ich war Pommes, du noch Kartoffel. Das ist okay, du hast den Bummelzug genommen, aber du bist angekommen, das respektiere ich. Wir sehen uns schon irgendwo, Alter. Bis dann, mein Goldener Pfad, Homie! Wuhu! Alles klar. Nee, krass. Koop-Modus spielen. Halte, um das Scharfschützenrad zu öffnen, wähle Freunde einladen. Aha. Schützenhilfemarken. Du erhältst Schützenhilfe von Rebellen des Duellen Fahrers, die für dich kämpfen. Du benötigst Marken, um sie zu rufen. Du hältst Marken, indem du Kamerereignisse abschließt, Masken von Yalung entfernst oder zerstörst oder sie an Handelsposten erwirbst. Ah. So klappt das also. Sehr schön. So, aber ich möchte ja jetzt eigentlich nur hier fliegen. Ich will doch nur fliegen. Sag mal, da haben wir so einen Turm, den nehmen wir jetzt mal ein. Mit dem Heli. Damit der Arzt auch mal merkt, dass ich seine Tipps hier wahrnehme. Geil.
ist mir eh nicht für ein Ort. Scheiße! Ja. Leute, so kann man es machen. Man steigt einfach im Flug aus dem Heli aus. Immer wieder schön. So, aber wir sind ja noch da. Hoffentlich kommt der Typ jetzt nicht schon wieder. Guck mal, hier kann man noch was ausbeuten. Rutsch. Guck mal, hier ist so noch ein Plakat oder so, oder? Und wo kommt denn das? Ich kriege ich. Naja, so nicht. Warte mal, ich mache die Maus. Naja, okay, das wird so nischt. Ein Adler! Hilfe! 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 Wo denn? Zieh dich! Weg? Ja. Weg der Sau. Der Sauadler. Na, guck mal, hier ein Blümchen. So. Weiter. Lass mein Heli in Ruhe, du Schwein. Immer wieder dasselbe. So, jetzt haben wir Schweinehaut, ne? Ja. Also ich weiß nicht, wo die Schüsse herkommen, Leute. Der Fahrt ist immer ohne. Naja, dann gehen wir mal weiter. Hui! Ach du Schande. So, dann wollen wir nochmal aussteigen. Ich muss aufpassen, hier war eine Raubkatze. Also mit allem rechnen. So, was ist das hier für ein Ding? Guck mal, da kriegen wir noch einen Pfeil her. So. Schnell in unser Fahrzeug. Da. Ja. Gut, weiter geht's. Wo wollen wir hin? Da wollen wir hin. Da muss ein Außenposten sein, weil da qualmt's. Da.
So, dann bin ich ja mal gespannt, ob der Arzt recht hat, dass man da einfach reinfliegen kann. Also auch ich einfach reinfliegen kann da. Was ist denn hier? Ich muss ja mal zu finden oder so. Ja, das hat sich erledigt, glaube ich. Und ihr habt recht. Oh. Gut, dass das Zeug dann runterfällt, hat er nicht erzählt, aber... Nee, was soll's, wa? Patsch weg, patsch, pum, patsch. Sehr gut. Dum, 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 dum. Kostenlos an Handelsposten. Sehr gut. Neue Aktivität, Weltkarte ansehen. Gut. Hihihi. Jetzt müssen wir hier schon runter. Hallo? Was bist du denn? Alter, verdreht das viel, viel. Ist ja ekelhaft. Wollte ja ja nicht gut heißen. So. Was machen wir hier? Wollen wir hier was einsammeln oder? Ne, kann man nicht. Also ja, kann man, aber wollen wir jetzt nicht. So. Was müssen wir jetzt machen? Den zu einem Außenposten bringen, wa? An dem Außenposten ab, der auf der Karte markiert ist. Dahin. Hier ist Rabbi Ray Runner und ich habe ein Hühnchen zu rupfen. Ich bin Pagans Propagandaleid. Ehrlich, das ist doch Müll. Im Ernst, nee, Scheiße. Wer schreibt den Dreck? Braucht man dazu einen Abschluss im Scheiße schreiben? Das muss ein nicht Job sein, aber tausende Male immer. Wieso ist denn jetzt eigentlich wieder Musik an? Ich habe Musik ausgeschalten eigentlich. Pagan ist toll, Pagan ist super, Pagan ist ein fantastischer, goldener Gott, der Sekt pisst und kam. Hallo? Musik ist aus. Ja, Scheiß. Wisst ihr, wenn ich Kaviar kacken und Sekt pinkeln würde, würde ich Folgendes tun. Ich würde das Zeug in Kisten und Flaschen. Ich habe das Gefühl, wir fahren falsch rum. Aber wenn wir uns zu einem guten Preis an reiche Säcke verkaufen, das wäre doch großartig. Und dann würde ich einfach alles genau, in die Reise stopfen und dafür sorgen, dass ich immer scheißen und pissen kann. Damit würde ich mir mein eigenes Einkommen verschaffen, das wäre doch krass. Aber ich schweife ab. Pagans Propaganda, zurück dazu. Pagans Propaganda nervt. Ihr habt einfach ohne Ende. Ich weiß, ich stehe nicht allein mit dieser Meinung, weil jemand rumläuft und die Sender auf diese Frequenz hier einstellt, damit ihr meine. Ja, dann. Und wer auch immer das ist, vielen Dank dafür. Wisst ihr, als ich mit dieser Show angefangen habe, waren nur ich und Toto in diesem Bunker. Ich habe den ganzen Tag Witze gemacht und Toto hat nichts gebracht. Zumindest nicht das, was er sollte. Also wenn da draußen jemand ist, der gerne Tontechniker wäre, sagt einfach Bescheid und ruft an. Ich würde Toto mit Freuden versetzen. Hey Toto, das ist nichts Persönliches, okay? Aber ich würde ihn wirklich mit Freuden versetzen. Jede Hilfe ist willkommen. Mein Lied zu Musik. Du wertloses Stück Scheiße!
Du wärst jetzt hier das Stück Scheiße, du Idiot. Mann, man kann das doch nicht einfach machen. Man kann doch nicht einfach hier auf Leute schießen. Bist denn du nicht mehr ganz dicht oder was? Wer kommt denn da? Auch Gegner? Nee. Gut. Meine Güte. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. So, komm, du Gas. Fahr weiter. Mann, ist das hier spannend. Wie weit müssen wir denn noch? Hier ist Gabi Ray Rana vom Center Price gehört. Und Leute, wisst ihr was? Ich habe ein Bietchen zu rufen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zum letzten gut. Mal etwas Gutes über den Nordteil von Kyrat so, gesagt komm. Ich meine, die ganze Region steht hier, solange ich mich zurückerinnern kann, unter Parkgangskontrolle. Ich habe gehört, dass es dort sogar Gulags für unerwünschte Personen gibt. Ja. Was soll das eigentlich heißen? Unerwünscht, hä? Das ist so ein praktisches Wort. Es kann alles bedeuten. Von einem, den man einfach nicht mag, bis zum Freiheitskämpfer, der Kyrat zu einem besseren Ort machen will. Also ich finde eine Menge Dinge unerwünscht. Ach du Scheiße, Nashörner. Für die kommen erstmal eine Schrotflinte. Ich meine, das Essen hier ist nicht gut für die Darmbewegung. Was ist noch unerwünscht? Mädels. Leute mit Mundgeruch. Leute, die den ganzen Tag über ihre Kinder reden. Ist mir doch egal. Ich meine, ich finde Choto unerwünscht. Besonders, wenn er in der Kabine furzt und es nicht zugibt. Ich meine, komm schon, das sind doch nur wir beide. Gib's doch zu, Choto. Warum lügst du ständig? Okay, ich glaube, wir brauchen ein neues Wort für unerwünscht. Wir Unis sagen. Ja, Unis, weil das reimt sich auf Dummies. Und beides mag ich nicht. Ich mag keine dummen Dummies. Und ich mag erst recht keine Unis. Also nennen wir sie Unis. Hey, da drüben kommt ein Uni. Von dem sollten wir uns fernhalten. Hey, da drüben kommt ein Dummies. Von dem sollten wir uns auch fernhalten. Denn beide sind so ungefähr dasselbe. Also der Radiomoderator ist schon ein bisschen strange drauf, ne? Tut mir leid, also mit deiner Furzgeschichte, aber du hast ein Gasproblem, Mann. Du solltest das mal checken lassen. Das war's? Fracht abgeliefert. So. Naja, dann will ich mich mal da an den Außenposten machen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Ich wünsche euch dann schon mal einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, eine schöne Nacht und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's Play Far Cry mit Schulle. Bis dahin, tschüss.